So, dann gehen wir gleich mal hier auf die Karte. Da waren wir schon, da waren wir schon. Was haben wir denn? Für die Freiheit trifft die Minutemen nahe der Burg. Reinigung des Kammerwas. Säubere Parkjulange. Quartiermeister. Und alle an Bord. Alle an Bord ist hier der DLC, genau. Sprich mit den Siedlern bei der Oberleitstation. Von Voltec, mechanische Bedrohung und Juwel des Commonwealths. So, und wir machen hier mal Raider-Problem. Das machen wir mal vorab, bevor wir dann hier richtig reingehen. Aber das können wir schon mal uns anzeigen lassen. So. Wie tief müssen wir denn überhaupt? Okay, das eine ist hier. Berge die haptische Antriebstechnologie aus Monsignor Plaza. Okay, das ist die Geschichte. Okay. Sprich mit den Siedlern. Und die Parkview. Ah, ich würde sagen, jetzt rede ich erstmal mit den Siedlern hier. Da laufe ich als erstes hin. Das heißt, ich gehe am besten zum Polizeirevier. Zack. Mein Handy vibriert. Who wants something from me? So, mal gucken, ob mein WLAN jetzt wieder funktioniert. Das hat nämlich den ganzen Tag rumgespannen. So. Genau. Das ist schön, aber so ist es halt manchmal. So. Hallo Piper. Hey. Sag einfach Bescheid. Tak, tak, genau. Mit Tak, tak, lauf mal los. Renn gleich mal hier durch. Hier sollte eigentlich jetzt keiner mehr sein. Das haben wir ja alles schon sauber gemacht. Auch wenn hier eine Ausrüstung liegt. Gleich mal einsammeln. Warum liegt denn hier Ausrüstung? Na Jungs, ihr habt auch nichts zu tun. Ich dachte eigentlich, die hatte ich irgendwann mal mitgenommen. Man muss nur schneller laufen, dann ist alles gut. Huch. So. Da ist die Fabrik, da wollen wir nicht hin, aber wir könnten eigentlich theoretisch da rüberlaufen, dann kommen wir auch zum Ziel. Uiuiui, was ist denn hier passiert? Ich würde sagen, hier ist das UFO gelandet. Dann suchen wir uns das gleich mal. Sag mal. Könnte ich eigentlich gleich die UFO-Mission machen. Weil vor ein paar Folgen ist ja hier über mich ein komisches Flugobjekt drüber geflogen. Und halt irgendwo abgestürzt. Und natürlich weiß ich ja auch, was es ist. Dass hier ein UFO gelandet ist. Mal gucken, ob ich es gleich finde. So, da drüben ist die Farm, wo wir hin sollen. Aber vorher gucken wir mal, dass das mal das UFO finden. Da müssen wir nämlich dann hier unten rein. Hier ist nämlich eine Höhle. Irgendwo.
wo das Alien drin ist. Ach, hier, genau. Was liegt hier? Ein UFO! Kann ich hier für einen Screenshot? So, sehr gut. So, also hier ist das UFO. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ist auch schön. Es ist über die Almanerfi-Farm ist es drüber geflogen und hier abgestürzt. Alles klar. Der Winkel passt nicht ganz. So. Da wollte ich jetzt noch nicht hin. Ich habe eigentlich hier die Blutspur gesucht. Für das kleine Alien. Da ist es. Und da drüben müssen wir rein. Da müssen wir rein. Ein Freund. Gut, aber du bist kein Freund. Du hast die Waffe als erstes gezückt. Ja. Tut mir leid. Klebeband ist immer richtig. So, Piper macht nichts. So, da war es das hier nämlich schon. So eine super Mini-Nebenmission. Finde ich gut, dass hier auch gleich eine Mauer ist. So, das Boot ist uninteressant, das brauchen wir nicht. Wo kommst du denn her? Wie bist du da reingekommen? So, und hier soll ich eine Mission annehmen. Ja, dafür muss ich erstmal durchkommen. Hier. Hallo. Hi. Haben die Minutemen dich geschickt? Ja. Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist los? Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Ich weiß nicht. Dieses Mal waren es 3. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben. Alles klar. Also müssen wir sozusagen nochmal los. Ich gucke nochmal auf die Karte. Ne, das war nicht meine Karte. Licht wollte ich auch nicht anmachen, aber es ist schön, wenn du es anmachst. Ach, hier müssen wir hin. Töte die Raider in Backstreet. Okay. Also brauchen wir nur rüberlaufen. Und dann können wir sie fertig machen.
Wäre ich auch so am Ufer vorbeigekommen. Pflanzen kann man immer gebrauchen, kann man sich einen schönen Blumenstrauß machen. So. Hier wird auch schon wieder geballert. Gucken, ob ich mich mit einmischen kann. Nee, ich glaube, ich habe die falsche Waffe. Du hast eine coole Mütze, die gefällt mir. So, greifen die mich jetzt auch an. Ich bin ja eigentlich voll netter. Greif einfach zu. Tötet sie alle! Oh. Gut, greifen mich auch an. Ja, nischt da. Nicht mit mir, meine Freunde. So. Dich habe ich schon geplündert. So, weiter geht's. Ich gehe hier hoch. So. Ich habe hier noch eine Menge Gebäude, die ich noch nicht entdeckt habe. So. Komm her. War das alles? Da sind sie wieder. Ist da noch irgendwo einer? Der ist weg. So, das war's auch. Alle erledigt. Muss ich hier ein bisschen was auflesen. Dass ich der Röhrig bin. Das weiß doch jedes Kind. Piper, du blutest. So, dann gehen wir mal rein.
fanden ich und ein paar Freunde einen Jungen auf der Nord. Wer ist da? Hallo. Jetzt. Ich sehe dich gar nicht richtig. So, wusste ich doch, hier ist da auch irgendwo Granaten. Das wäre es. Das räumen wir alles nachher aus. Einfach nur du oder ich. Zack. Ja, wir nehmen wir schon alle mit. So, ich habe da garantiert noch irgendwas Tolles mit dabei im Inventar. Impulsmine, Molotow-Cocktail, Plasmamine. Ja, nehmen wir die Molotow-Cocktails. Don't hit me. Ich hab das schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders? Ach, Piper, bist du doof? Weg. Einfach so. Zack, muss ich dich wieder retten, Piper, hier. So, ich würde sagen, das war's. Aufs Dach muss ich nicht, da gibt es nichts. Ein echter Klassiker. Ich sammle hier mal schnell auf. Geschafft. Du. So, Piper, du musst gerade jetzt gleich tragen. Nein, Eimer nehmen wir auch mit. So, oh hier. Sehr schön. Cool. Na, ich trage zu viel. Ja, du müsstest da was mir abnehmen. Das kannst du eigentlich auch gleich nehmen. Mach nur das gleich kaputt. Die Raider-Rüstung und die Metallrüstung, die brauchen wir nicht. Aber die Lederrüstung, die lasse ich mal. Kampfrüstung, rechtes Bein. Hm.
Was gibt's denn zu tun? Ich glaube, hier waren unten noch Werkstätte. Also eine Waffenwerkstatt und eine Rüstungswerkstatt. Wie cool ein Bär der Zeitung liest und nicht morgen kaputt. Auch nicht schlecht. So. Ich weiß, hier gab es irgendeine Werkstatt, aber ich weiß nicht welche. So schön, er zeigt mir ja sonst sowas an. Naja. Na komm, zerlegen wir. Können wir ja dann wieder neu machen. Okay. So, sollte jetzt eigentlich genug sein. Das wär's. So, das haben wir auch alles. Aber hier gab es ja keine Waffenwerkstatt. Leider bügeln wir heute, kann man umgebrauchen. So. Ein Staffboy. Ohne Besen nichts gewesen. Gucken, was mir noch so für tolle Sprüche einfallen. Schon wieder überladen. Hey. Komm her. Hm? Kannst noch was übernehmen? Oh, den Helm kannst du eigentlich selber anziehen. Wo ist der Helm? Hier, Metallrüstung. Zack. Hat einen Helm auf. So. Jetzt sollte ich eigentlich wieder genug Platz haben im Inventar. Mal hier weiter stromern können.
Hier sind noch kleine Bügel, die nehmen wir noch mit. Ach hier, eine doppelläufige Schrotflinte ist hier. Und da vorne ist die Falle, ich sehe sie. Ich habe sie gesehen. So, gibt's hier noch irgendwas? Schaut nicht so. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Okay. Ich würde sagen, reicht. So, Piper, dann reichen wir mal schnell hier zurück in die Abernathy-Farm. So. Das, was du hast, das hole ich mir gleich. Oh, hier läuft ja immer noch durch. Was ist denn das hier? Das sind echt viele Stahlkugeln hier. Warum nicht? Ich tue das Zeug erstmal hier rein, weil heute soll es eigentlich nicht um... Na, sag schnell. Es soll in erster Linie mal nicht darum gehen, dass ich hier irgendwie meine Industrie mit Zoll und Material füttere. Das kann ich wieder ein andermal machen. Sondern in erster Linie will ich ja hier heute Missionen machen. So. Bleib doch mal stehen. Aufgepasst. So. Schrott will ich haben. Hä? Ach, dort steht's. Das war zu viel. Was habe ich hier denn jetzt weggenommen? Ah, verdammt. Linker Arm, linkes Bein, also rechter Arm und den Harnisch. Zack, anziehen, anziehen. Sehr schön. Hallo? Geht aber ab hier. Das kann schön drauf. Aber diesmal haben wir ihnen eine Lektion erteilt. Hier fehlt irgendwie noch Licht.
Ist irgendwie dunkel hier. Na, kann ich die zerlegen? Ne, die kann ich nicht zerlegen. Die Waffen brauche ich alle nicht. Deswegen gleich mal zerstören. Und dann kann man hier nämlich gleich noch das andere nutzen. Brille reintun, Gasmaske mit Brille, Kapitänsmütze, Lederkombi, alles rein. Das tue ich auch erstmal hier alles rein. Das kann ruhig transportiert werden. Das stört mich nicht. Weg. Das geht auch raus. Schrott geht auch gleich weg, brauchen wir auch nicht mehr. Da haben wir zumindest schon mal einen Teil weg. So. Die lassen wir hier, die Waffe, die brauchen wir nicht. So. Starlight Trifen. Ah, mittlerweile sind da 8 Leute. So, und da reisen wir gleich hin. So, wenn ihr euch jetzt fragt, wo das hier hingeht, was ich hier gerade rausgeworfen habe, was ist denn das hier schon wieder? Haufen rausgefallen hier. Meine Fresse. Aber gut, das passiert halt. Gelegentlich passiert das halt. Dann nehmen wir das halt gleich mal mit hier. Nur nicht da rein tun, da kriege ich Probleme. Zack, zack, zack. Zack. Klamotten waren noch. Sehr schön. Liegt hier sonst noch was? Wenn ich einmal hier bin. Drüben liegt noch was, habe ich gerade gesehen. Ja, das nehmen wir auch mal mit. Hier lag da auch noch was. So, hier hinten liegt da natürlich auch wieder was. Ah, diesmal geht's. So. Sehr fein. Ich gucke jetzt hier noch an einer Stelle, wo regelmäßig was rumliegt. Und zwar wäre das nämlich hier oben. Aber aktuell sieht es gut aus. Ah, eine Blechdose ist nicht schlimm. Ah, ist nicht schlimm. Gut. Dann würde ich sagen, schieben wir mal weiter. Auch schön. Oh, jetzt hier. Jetzt geht's vorwärts. Jetzt kommt ihr Zeug an. Gucken, ob irgendwas daneben geht. Jetzt geht's ab hier. Jetzt kommt das Material, was ich nämlich eben reingetan habe. Das kommt hier nämlich gerade an. Man schiebt die ganzen Stahlkugeln alle nach vorne. Das ist natürlich nicht schlecht. Es waren um die 400 Kugeln, die da in der einen Maschine drin waren. Und die haben sich natürlich alle hier irgendwie gestaut. Sieht auch ganz lustig aus. Es funktioniert auch. Sehr schön. Dann gucken wir gleich mal aufs Dach, wie es da ausschaut. Weil da liegt immer sehr viel rum.
Da liegt auch wieder was. Nehmen wir gleich mal mit hier. Ja, mit. Du sagst es, Pfeifbar. Noch irgendwo was? Nö. Dann tun wir die mal schnell hier rein. Und dann gehen wir gleich weiter. Schwupp. Auch schön, wie das hier alles nach draußen fällt. Ich weiß nicht wie, aber es fällt halt hier raus. So, da der Max, der wollte ja mit mir gemeinsam Strela eine Bruderschaft machen, der ist leider heute nicht da, so wie es ausschaut. Was ich schade finde, aber so ist es halt manchmal. So. Mal nochmal was gucken. Gibt nichts. Das ist aber jetzt nicht schlimm. Dann machen wir jetzt, schieben wir eine andere Mission dazwischen. Dann können wir. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin zum Starlight Drive-In. Und gucken, wer da ohne Job ist. Bei 8 Leute, da können wir welche wieder verschicken. Ist hier einer mehr gekommen? Nö. Du hast zu tun, du hast zu tun, du hast auch zu tun. Gut. Gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was machen können. Ob wir neue Käfige bauen können. Dafür muss ich aber erstmal hier runter. Ich muss gucken, welche ich hier irgendwo hatte. Also wir haben hier die Brahmin. Hier haben wir unsere Bären. Hier haben wir unsere Hirsche, die sind auch schon angeschlossen. Sind auch schon welche drin, hier sind auch schon überall welche drin. Todeskrallen. Brahmin, Meierlock haben wir noch nicht. Skorpione haben wir nicht. Todesfalle haben wir auch noch nicht. Fehlt noch ein Käfig. Schade, schade, schade. Dann gehe ich mal eine Etage höher. Moin, was läufst du denn hier durch? Ihr werdet alle getötet, das wisst ihr schon, wenn ihr hier drin rumsteht. So, hier haben wir unsere Gunner. Machen wir auch nochmal weiter. Das sind die Maulwurfsratten. Hundekäfig können wir mal gucken, ob wir da noch welche haben. Ich würde sagen, ja, können wir noch einen bauen. Kann ich die auch mal bald einschließen. So, fehlt nur noch ein Hundekäfig. Mutantenhund haben wir da. Raider haben wir da. Die sind auch vollständig. Die Supermutanten. Insekten, Raider. Fehlt noch Brahminfleisch, okay. Habe ich gerade nicht. Hier fehlt die Katze, also die soll hier mal reinkommen. Hund, Katze, Fleisch von Weichtieren oder so, ich weiß es nicht. Maulwurf, Mutanten, Hund. Und hier hinten sind die Ghule drin, sehr gut. Also hier sind alle drin, die wir wollen. Ich muss die nur irgendwann nochmal anschließen. So, aber ich wollte jetzt erstmal was anderes machen. Hab mich wieder selber abgelenkt, das kann ich sehr gut. Licht nicht, sonstiges. Das wollte ich haben. So, so.
Jetzt. Bleibt es hier hängen. Ich glaube, ich speichere erstmal. Ich glaube, wir speichern erstmal, bevor es mir sich hier aufhängt. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Das ist schön. Ja, find jobs for the unemployed. Haben wir unemployed? Keine Jobs verfügbar. Ja. Welche Art von Person möchte sie verwalten? Farmer oder Plünderer? Ja gut, ich würde sagen, ist alles gut. Alles im Grün. Versorger und Piper. Den Versorger lassen wir in Ruhe. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier zu den Siedlern. Sagen denen, alles ist schön. Sagen denen, alles ist schön. So, wo sind sie denn? Ach, Micha, sei gegrüßt. Schön, dich zu sehen. Na, komm. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Ja. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, bin ich voll lieb. Das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben noch mal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Nicht schlecht. Kann ich dir das alles nehmen? Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Schutzmuscheln, wollen sie. So. Okay. So, und die sind wirklich nur zu zweit hier. Dann sitzen wir.